Hallo Yogi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk, und heute unterwegs mit einer Legion der nächsten Generation. Ich stelle euch meinen Genex-Deck vor. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Weiter geht es mit den Deckprofilen rund um ja, die neuen Deckthemen bzw. die Deckthemen, die mit Battle of Legends Terminal Revenge Support bekommen haben. In dem Fall habe ich mal meinen Genex-Deck mit einem kleinen Update im Vergleich zu unserem Local Stream nochmal mitgebracht. Das Genex-Deck-Thema ist eines der älteren Deck-Themen, damals noch aus der Hidden Arsenal-Zeit, und ist im Prinzip einfach ein synchro-fokussiertes Themendeck. Und das zeigt sich auch in der Strategie bzw. auch in den Effekten einiger Karten noch sehr, sehr gut wieder. Wesentlicher Bestandteil dieser Strategie beinhaltet auch die Verwendung unterschiedlicher Eigenschaften von einigen Karten, die dann auch sich dann entsprechend auf die Effekte der themeneigenen Synchro-Monster auswirken. Aber tatsächlich kann man auch die Genex-Strategie dafür benutzen, auch generische Synchro-Monster zu verwenden. Das hat sich in den ersten Deckprofilen, die man vielleicht schon so gefunden hat, auch ziemlich gut gezeigt. Aber ich gehe noch einen ganzen Schritt weiter. Und zwar nutze ich den synchrofokussierten Ansatz des Genex-Deck-Themas für ein oder zwei kleine Spielereien, um dem Gegner noch ein bisschen extra Druck zu machen. Welche das sind, das habt ihr vielleicht sogar schon in unserem Stream gesehen, beziehungsweise da konnte ich es da gar nicht mal unbedingt zeigen, nur nicht so sehr. Dennoch wollte ich das jetzt in diesem Deckprofil noch mal ein bisschen näher bringen und so die Vor- und Nachteile des ganzen Deck-Themas euch ein bisschen näher bringen. Dreh- und Angelpunkt des ganzen Deckthemas ist ja die neue Link-Monster-Karte, die das ganze Deckthema ein bisschen stärken soll, nämlich der Flick-Genex-Überwacher. Er ist mehr oder weniger der zentrale Antrieb, der dafür sorgt, dass unser Deck wirklich laufen kann, denn er gibt quasi uns in der Theorie zumindest unendlich Normalbeschwörung von Genex-Monstern. Was wir dafür tun müssen, ist im Prinzip uns nur immer ein Genex-Monster unserer Hand hinzufügen. Dann aktiviert sich der Effekt von Flick-Genex-Überwacher und erlaubt es uns sofort, eine Normalbeschwörung auf ein Genex-Monster durchzuführen. Das ist so der wesentliche Kern an der ganzen Geschichte. Und damit wir auch mit jedem beliebigen Genex-Monster diese Effektkette letzten Endes ja auch triggern bzw. auch nutzen können, hat der Flick-Genex-Überwacher noch einen weiteren hilfreichen Effekt. Denn auf Linkbeschwörung erlaubt es uns eher, ein Genex-Monster vom Friedhof unserer Hand hinzuzufügen. Und das wiederum triggert auch sofort seinen zweiten Effekt, den wir auch beliebig auf Spielzug benutzen dürfen. Eine wichtige Einschränkung, die der Flick-Genex-Überwacher uns allerdings dann auferlegt, ist, dass wir nur noch Synchro-Beschwörungen durchführen dürfen, indem wir Genex-Monster oder Genex-Empfänger-Monster als Material verwenden. Das ist so ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn man halt mit dem Genex-Thema spielen möchte. Trotzdem kann man damit eine ganze Menge cooles Zeug anstellen. Und ich fand die Idee grundsätzlich hinter dem Genex-Deck sehr, sehr witzig. Dreh- und Angelpunkt bzw. Starter letzten Endes für diese Beschwörungsketten sind ja die vier wesentlichen Genex-Monster. Den Anfang mache ich mal hier mit dem Air-Genex-Magma, der auf Normalbeschwörung uns ein Air-Genex-Monster der Stufe 2 von unserem Deck unserer Hand hinzufügt. Wichtiges Merkmal bei den ganzen Genex-Monstern hier, zumindest bei den kleineren, die wir hier benutzen: ihre Effekte sind nicht once per turn, das heißt, wir können sie beliebig oft in unserem Spielzug benutzen. Und das gibt uns die Möglichkeit, hier wirklich lange, lange Beschwörungsketten durchzuführen und hier wirklich interessante Spielfelder auch aufzubauen. Als nächstes für unsere Stufe 2 in dem Fall haben wir unseren Air-Genex-Brecher, der uns auf Normalbeschwörung ein Air-Genex-Monster der Stufe 4 von unserem Deck unserer Hand hinzufügt. Und jetzt merkt man vielleicht auch schon, wohin das Ganze führt, denn mit dem ja relevanten Air-Genex Turbo der Stufe 4 dürfen wir uns auf Normalbeschwörung ein Air-Genex Monster der Stufe 1 von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Und ja, die zentrale wichtigste Karte an der Stelle ist hier der Genex Energieplaner, der uns auf Normalbeschwörung ein Genex Effekt Monster der Stufe 3 von unserem Deck unserer Hand hinzufügt. Das heißt, wir haben hier ein interessantes kleines Quartett an Karten, mit dem wir quasi immer wieder durchrotieren können, um uns hier wirklich Stück für Stück dann unsere passenden Kombo-Bestandteile zusammenzusuchen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir allein durch diese Basis, die wir hier schon haben, ein Quartett an Monstern haben, mit dem wir zumindest immer die Möglichkeit haben, auf verschiedene große Synchro-Monster zu gehen. Dadurch, dass wir halt eine sehr, sehr hohe Varianz an Stufen haben, nämlich von 1 bis Stufe 4. Und wenn man das Ganze dann noch mit den entsprechenden richtigen Empfängermonstern aus dem Genex-Bereich kombiniert, da haben wir nämlich auch eine kleine Variation,
haben wir hier die Möglichkeit, auf ein sehr, sehr breites Spektrum an Synchromonstern zurückzugreifen. Das heißt, alles von Stufe 2 bis Stufe 12 theoretisch ist irgendwo letzten Endes möglich. Das heißt, wir können hier wirklich sehr, sehr viele Kombinationen durchspielen, haben ein wirklich sehr, sehr großes Spektrum an möglichen Synchro-Zielen, die wir beschwören können bzw. beschwören wollen. Und das ist natürlich sehr cool und gibt uns ein extrem hohes Maß an Flexibilität. Ja, um noch hier eine entsprechende Synchro-Beschwörung durchführen zu können, brauchen wir die passenden Genex-Empfänger. Der Genex-sekundäre Stoff ist hier einer der Vertreter unserer kleinstes Monster. Der uns noch einen netten kleinen Bonuseffekt mit sich bringt, denn einmal pro Spielzug können wir ein Genex-Monster in unserem Friedhof wählen und bis zur Endphase können wir den Effekt oder können wir den Namen entsprechend des Monsters kopieren. Das ist zumindest für diese Deckbauvariante nicht wirklich relevant, weil wir keinen bestimmten Genex-Empfänger als Material für unsere Synchro-Monster benötigen. Bei gewissen Synchro-Monstern ist es tatsächlich relevant, dass wir hier den guten Genex-Überwacher als Material verwenden, aber für die meisten Karten, die wir hier verwenden, ist das nicht relevant, sondern da brauchen wir tatsächlich maximal ein finsternes Genex-Monster als Empfängermonster als Material. Dementsprechend ist der Effekt von dem Sekundärrohstoff insofern nicht wirklich relevant, außer dass wir tatsächlich nur halt seine Eigenschaft als Stufe 1 Empfänger irgendwo in unseren Kombo-Ketten benötigen. Die eigentlich wichtigste Karte für viele unserer Kombinationen ist der Genex-verbündete Vogelmensch, denn er hat eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die auch dafür sorgt, dass wir den Effekt von unserem Flick-Genex-Überwacher möglichst häufig verwenden können. Denn der Genex-verbündete Vogelmensch kann sich selber als Spezialbeschwörung beschwören, indem ein offenes Monster, das wir kontrollieren, auf die Hand zurückgeben. Er wird zwar anschließend verbannt, wenn er das Spielfeld verlässt, aber das ist kein großartiges Problem, denn es gibt auch ein passendes Synchro-Monster, das wir hier verwenden können, um einen verbannten Vogelmenschen wieder zurück auf das Spielfeld zu holen. Können wir nutzen, müssen wir nicht. Dadurch, dass wir wirklich immer wieder Zugriff auf unsere ganzen Empfängermonster auch so bekommen, durch unsere vier Basismonster, die uns entsprechend immer alles das suchen, was wir gerade gebrauchen können, können wir auch darauf verzichten, indem wir den abgeheuerlichen Dispater zu spielen. Das heißt, hier können wir das Deck dann, wenn wir es entsprechend halt darauf ausrichten, auch sehr, sehr günstig halten. Denn die meisten Genex-Karten, die wir hier spielen, die sind wirklich spottbillig und kosten halt wirklich ein Apfel und ein Ei, sprichwörtlich gesagt. Von daher, Genex-verbündeter Vogelmensch hier ein wichtiges Element. Dementsprechend sollte man den auch tunlichst so häufig spielen, wie es auch möglich ist. Denn sonst kann es halt schon immer passieren, dass unsere Kombos irgendwo versiegen können. Ein anderes interessantes Pärchen, was man auch sehr gerne spielt in diesem Deck, ist Genex Undine, der dazu in der Lage ist, uns den Genex-Überwacher zu suchen. Das Ganze macht er auf Normalbeschwörung, indem wir ein Wassermonster von unserem Deck auf den Friedhof legen. Und hier liefert uns Battles of Legends Terminal Revenge auch direkt mal das passende Ziel, was wir auf den Friedhof legen wollen, nämlich den Ehren-Genex Undine, der zwei sehr praktische Effekte mit sich bringt. Auf dem Spielfeld können wir einmal pro Spielzug ein Genex-Monster von unserem Friedhof verbannen und dann seine Eigenschaft kopieren und, falls es ein Empfängermonster war, auch die Eigenschaft, dass es ein Empfängermonster ist, übernehmen. Und das wichtigste und beliebteste Ziel an der Stelle ist hier der Genex-Überwacher, denn so haben wir hier die Möglichkeit, einen weiteren Finsternis-Empfänger für uns zu generieren, den wir für das ein oder andere Monster in unserem Extra-Deck durchaus mal gebrauchen können. Und haben auch hier die Möglichkeit, auch wenn wir keinen regulären Empfänger mal bereit haben sollten, dass wir über den Ehren-Genex und die noch die Möglichkeit haben, uns einen weiteren Empfänger mehr oder weniger zu generieren. Er hat noch aber einen weiteren interessanten Effekt, denn wenn wir ein Genex-Synchro-Monster kontrollieren, können wir unseren R-Genex-Undine und ein anderes Genex-Monster von unserem Friedhof unserer Hand hinzufügen. Wir müssen halt nur berücksichtigen, dass alle Monster, alle Karten, die jetzt ab dem Zeitpunkt, nachdem wir den Effekt aufgelöst haben, auf den Friedhof gelegt werden, stattdessen verbannt werden. Das ist ein wichtiger Punkt, den muss man bei einigen seiner Kombos auch berücksichtigen. Das heißt, da sollte man gucken, dass man den Effekt von dem R-Genex-Undine möglichst spät in seiner Kombo hätte benutzt, damit nicht zu viel Material letzten Endes potenziell zum Recyceln verloren geht. Ja, unser Stufe 2 Empfängermonster, das wir jetzt auch noch bekommen haben mit Battle of Legends Terminal Revenge, ist unser Ehren-Genex Turing. Er hat auch einen potenziell sehr gut nutzbaren Effekt, denn während der Mainphase des Gegners, sollten wir ein Genex-Monster kontrollieren, können wir den Ehren-Genex Turing als Schnelleffekt von unserer Hand Spezialbeschwörung und dann sofort eine Synchro-Beschwörung auf ein Genex-Synchro-Monster durchführen. Kommt eher selten vor, weil wir meistens unsere Beschwörungseffekte von dem Flick-Genex-Überwacher dazu nutzen, den R-Genex Turing direkt aufs Spielfeld zu bringen. Trotzdem kann es mal durchaus Situationen geben, wo es interessant ist,
den Ergenex Touring wieder auf der Hand zu halten und dann im gegnerischen Zug dem Gegner mehr oder weniger zu überraschen, wenn man halt das passende Genex Synchro-Monster noch parat hat, das man entsprechend beschwören möchte. Genau, der Effekt ist Hard Once per Turn, das heißt, den dürfen wir nur einmal pro Spielzug verwenden. Das Coole an dem Ergenex Touring ist zusätzlich aber auch noch, dass er für eine Synchro-Beschwörung auch als Monster der Stufe 1 oder 3 behandelt werden kann, sofern wir ihn halt für ein Genex-Synchro-Monster verwenden, was auch ziemlich praktisch sein kann und uns hier nochmal ein bisschen mehr Flexibilität verschafft und uns je nachdem, welches passende Material wir gerade noch auf dem Spielfeld liegen haben, auch hier auf unsere Genex-Synchro-Monster zurückgreifen können. Dann habe ich jetzt noch zwei kleine Extender mit drin, die uns hier im Zweifelsfall dafür dabei aushelfen können, falls uns mal ein bisschen Material fehlen sollte für Synchro-Beschwung, noch die passenden Stufen zu kriegen. Hier habe ich einmal den Psi-Radraser noch in zweifacher Ausführung mit drin. Habe ich aus zwei Gründen drin. Zum einen kann ich die Karte mit dem Notfall-Teleport direkt aus meinem Deck speziell beschwören. Die Karte habe ich nämlich hier auch entsprechend mit drin. Das heißt, hier muss ich nicht darauf warten, den Psi-Radraser irgendwie hart zu ziehen, sondern kann im Zweifelsfall auch aus dem Deck fischen. Sollte ich den Psi-Radraser aber auf der Hand halten, kann ich ihn aber auch als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören, sollte ich ein anderes Monster der Stufe 3 außer dem Psi-Radraser kontrollieren. Und das war ziemlich praktisch, weil so kriege ich halt eine gratis Spezialbeschwörung. Das heißt, hier habe ich einen wirklich schönen Extender, der auch noch einen netten kleinen Bonus mit sich bringt. Denn sollte er als Synchromaterial auf den Friedhof gelegt werden, können wir ein Monster auf dem Spielfeld wählen, das weniger Angriffspunkte als unser beschworenes Synchromonster besitzt. Und dann können wir entsprechend dieses Monster auch zerstören. Das heißt, hier können wir sogar, gerade wenn wir nicht beginnen dürfen, auch nochmal das gegnerische Feld ein bisschen ausdünnen, denn viele unserer Synchromonster, die wir spielen, haben auch vergleichsweise hohe Angriffspunkte. Das heißt, hier können wir auch potenziell auch nochmal eine Gefahrenquelle beim Gegner ausradieren, wenn wir unseren Psi-Radraser als Synchromaterial verwenden. Um uns noch ein bisschen davor zu bewahren, dass unsere zentrale Karte, nämlich unser Flick-Genex-Überwacher, der nicht nur unsere stärkste, sondern auch gleichzeitig unsere schwächste Karte ist, schützen zu können, spiele ich außerdem noch zweimal Sauravis, den Alten und den Aufgestiegenen. Einfach aus der Warte heraus, damit ich ihn vor zielenden Effekten, die potenziell seinen Effekt annullieren könnten, wie beispielsweise unendliche Unbeständigkeit oder auch Effektverschleierin, bewahren zu können. Denn sollte unser Genex Flick Genex Überwacher auf irgendeine Art und Weise annulliert werden oder unser Effekt, dann bleibt unser gesamter Spielzug letzten Endes irgendwo drin stecken und wir kommen nicht mehr wirklich voran. Dementsprechend müssen wir hier unser Monster auch ein bisschen schützen. Mit Sauravis haben wir hier die Möglichkeit, zumindest zielende Effekte auf ihn erstmal außer Gefecht zu setzen. Aber ich habe noch ein paar andere Karten, die uns dabei helfen, dass wir möglichst unseren Flick Genex Überwacher irgendwie durchbekommen. Die erste Karte, die dazu gehört, ist das magische Brecherfeld. Sie ist leider limitiert, dementsprechend darf man sie auch nur einmal spielen. Aber sie sorgt dafür, dass Monster des Zugspielers während der Main-Phase 1, beziehungsweise grundsätzlich während der Main-Phase eines Spielers, nicht als Ziel für Karteneffekte des Gegners beziehungsweise durch gegnerische Effekte zerstört werden können. Ist eine wichtige Eigenschaft, damit der Gegner es nicht so leicht hat, unser Monster loszubekommen, damit wir auch hier diesen Effekt auch entsprechend gut durchbekommen können. Wichtig hierbei ist, es ist immer jeweils von dem Zugspieler alles in den Monsterzonen geschützt vor zielenden Effekten und vor Zerstörungseffekten des jeweiligen Gegenspielers. Das heißt, unsere eigenen Effekte kann ich trotzdem noch benutzen, um meine Monster als Ziel zu wählen. Das muss man halt berücksichtigen. Eine andere Karte, die auch hier helfen kann, unser Flick Genex Überwacher zu beschützen, ist der Himmelsjäger Mech Adlerdüse. Ist eigentlich eine Himmelsjäger-Support-Karte, aber dadurch, dass wir gerade zu Beginn unserer Combo zwischenzeitlich halt nur den Flick Genex Überwacher auf dem Spielfeld liegen haben und hier damit rechnen müssen, dass der Gegner uns eine Aschenblüte und Freudiger Frühling, ein Geisteroger und Schneehase oder eine andere Karte um die Ohren wirft, haben wir halt hier die Möglichkeit, die Adlerdüse zu nutzen, um für den Rest des Spielzuges unseren Flick Genex Überwacher vor allen anderen Effekten außer seinen eigenen unberührt zu machen. Dementsprechend hier auch eine wichtige Karte, sollte man auch nicht zu oft spielen, denn außer mehr oder weniger im ersten Spielzug ist die Karte letzten Endes halt eher tot und dementsprechend auch nicht mehr für uns zu gebrauchen. Daher nutze ich hier noch gerade neben der Adlerdüse halt noch Karten wie Sauravis oder das Brecherfeld, um mich halt entsprechend vor Handfallen zu schützen. Was auch gut funktionieren kann, ist halt vom Grab gerufen. Das ist so eine Standardoption. Damit habe ich zumindest einen guten Satz an Karten, auch nicht zu viele Karten gegen Handfallen, damit wir halt unseren Flick-Genex-Überwacher durchbekommen. Dann als Standardoption spiele ich noch einmal den Harpchen Flederwisch und potenzielle Backrow-Karten, also Zauber- und Fallen-Karten, die der Gegner für sich zurückhält, um uns irgendwie zu ärgern, wegwischen kann.
Und ja, dann natürlich auch noch, wie gerade schon erwähnt, den Notfallteleport in zweifacher Ausführung, damit ich meinen Psi-Radraser aus dem Deck zaubern kann, um hier nochmal einen kleinen Extender zu haben, um hier nochmal viele andere interessante bzw. weitere größere Synchrobeschwörungen nochmal irgendwie zu ermöglichen. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Pärchen aus zwei Karten, die dem ganzen Deck noch ein bisschen mehr Würze, sag ich mal, verschaffen. Die erste Karte, die nochmal neben unseren Standard-Kombos, die wir hier ausspielen können, noch ein bisschen mehr Druck zu verursachen, ist die Karte Synkgebiet. Eine Karte, die mit dem OTS-22 einen Reprint bekommen hat und einen ziemlich praktischen Effekt und auch einen sehr, sehr gut nutzbaren Effekt für unser Deck ja bereithält. Denn jedes Mal, wenn wir eine Synchro-Beschwörung durchführen, erfolgreich, fügen wir unserem Gegner 500 Punkte Schaden zu. Und die Komboketten, die das Genex-Deck durchführen kann, die können wirklich extrem lang ausfallen. Das heißt, auch hier ist es durchaus mal möglich, ohne großartige Probleme auch gerne mal 7 bis 8 Synchro-Beschwörungen durchzuführen. Was im Umkehrschluss heißt, dass wir mit einem Synkgebiet dem Gegner erstmal schon mal direkt in unserem ersten Spielzug auch mal 4000 Lebenspunkte oder potenziell auch sogar mehr noch abnehmen können. Und ja, solltet ihr sogar zwei oder drei von den Karten auf dem Spielfeld liegen haben, dann könnt ihr auch relativ schnell damit einen sogenannten One-Turn-Kill durchdrücken. Und das ist natürlich brutal und überraschend für den Gegner, wenn er nicht damit rechnet, dass halt so eine Karte auf ihn lauert. Von daher eine nette kleine Tech-Karte, die dem Gegner halt eiskalt erwischen kann, wenn er halt nicht mit sowas halt rechnet, sondern erstmal nur denkt, ja gut, dann baut er halt vielleicht ein paar Synchro-Monster dahin. Aber wenn ich ja da zusätzlich noch ordentlich Schaden mit verteilen kann, dann denkt der Gegner vielleicht schon ein bisschen anders über dieses Deck. Und damit ich diese Combo-Ketten auch noch ein bisschen weiter ausdehnen und vielleicht sogar noch ein bisschen flexibler nutzen kann, spiele ich noch in dreifacher Ausführung die Karte D-Synchro, die dazu in der Lage ist, ein Synchro-Monster, das ich beschworen habe, wieder in seine Einzelteile zu zerlegen. Das heißt, ich kann das ursprünglich verwendete Synchro-Material wieder zurück auf das Spielfeld bringen. Das hat nicht nur den Vorteil, dass ich mein Synchro-Gebiet noch ein bisschen weiter, ja, sag ich mal, ausreizen kann. Nein, ich kann das D-Synchro-Zauberkettchen auch noch dafür verwenden, nochmal interessante Spielereien auf den Weg zu bringen, indem ich beispielsweise ein Monster mit einer gewissen Synchro, beziehungsweise mit einer gewissen Stufe erstmal auf das Spielfeld lege, es dann wieder zerlege in seine Einzelteile und dann seine Materialien dafür verwende, ein anderes Synchro-Monster zu beschwören, dessen Effekt ich beispielsweise in meinem Zug noch nicht benutzt habe. Und was für Beispiele das halt sein können, dazu komme ich dann gleich nochmal, wenn ich euch das Extra-Deck, was ich jetzt aktuell für das Deck mir vorgestellt habe, ja, dann zeige. Dann, last but not least, habe ich noch ein weiteres Kettchen in dreifacher Ausführung jetzt mittlerweile mit drin, nämlich die Synchrozone. Eine Karte, die insbesondere im Tempai-Drachendeck auch gerne mal als, ja, sag ich mal, Floodgate- und Schutzkarte zumindest zwischenzeitlich mal gespielt wurde. Habe auch in diesem Deck einen doppelten Nutzen. Nicht nur, dass ich den Gegner daran hindere, dass er mich mit irgendwelchen Monstern außer Synchro-Monstern angreifen kann. Das ist so der Standard, sag ich mal, Floodgate-Effekt, also der Effekt, mit dem ich erstmal den Gegner daran hindern kann, mich irgendwie zu überrennen. Aber tatsächlich kann ich im Genex-Deck auch den zweiten Effekt von dieser Karte benutzen, denn Synchrozone hat nämlich noch einen weiteren Effekt, beziehungsweise sogar noch zwei weitere Effekte. Der erste zusätzliche Effekt besagt, falls ich ein oder mehr Nichtempfänger-Synchro-Monster auf den Friedhof lege, außer während des Damage-Steps, kann ich eines der entsprechenden Monster wählen und es als Spezialbeschwörung zurückholen und das Ganze sogar noch als Empfängermonster behandeln. Das heißt, durch eine normale Synchro-Beschwörung kann ich hier quasi noch eine Synchro, sag ich mal, Kette aufbauen. Wenn ich nämlich dann hier etwas kleinere Synchro-Monster beschwöre, noch ein weiteres Synchro-Monster beispielsweise auf dem Feld habe oder weiteres Material, was ich für eine Synchro-Beschwörung benutzen kann, habe ich die Möglichkeit, ein weggelegtes Synchro-Monster, was ich halt verwendet habe, wieder zurückzuholen als Empfänger, um es dann halt für weitere Synchro-Beschwörungen zu benutzen. Das heißt, hier kann man seine ganzen Synchro-Ketten noch ein wenig weiter ausreizen, was natürlich richtig cool ist. Außerdem während der Mainphase des Gegners kann ich diese offene Karte auf den Friedhof legen und dann sofort eine Schnellsynchro mehr oder weniger durchführen mit Monstern, die ich dafür kontrolliere. Das heißt, hier habe ich mehr oder weniger indirekt nochmal die gleiche Wirkung wie den RGNX-Turing oder auch anderen Monstern, die quasi im gegnerischen Spielzug eine Synchro-Beschwörung auslösen können, in meiner Synchrozone mit integriert. Und dann natürlich unter der Voraussetzung, dass ich natürlich das passende Material auf dem Spielfeld liegen habe. Also von daher ein Rundum-Wohlfühl-Paket, wenn man so möchte, für jedes Synchro-Deck.
Dann kommen wir jetzt mal zu dem Extra-Deck. Und ja, wie gesagt, Dreh- und Angelpunkt ist der Flick Galaxy Überwacher, den ich hier auch in zweifacher Ausführung spiele. Theoretisch kann man ihn auch dreimal spielen. Das Problem ist, das Extra-Deck ist halt wirklich sehr, sehr knapp bemessen mit seinen 15 Karten und kann eigentlich aktuell dem ja, hohen Flexibilitätsgrad, den das Deck eigentlich hat, gar nicht wirklich gerecht werden. Dementsprechend muss man sich schon im Vorfeld halt relativ gut überlegen, was für Kombo-Ketten möchte ich tendenziell spielen? Möchte ich hier auf bestimmte Optionen zurückgreifen? Man hat zwar so ein, zwei Spots, die halt dann irgendwo ein bisschen frei sind und dann entsprechend flexibel genutzt werden können. Aber trotzdem ist das Extra-Deck halt sehr, sehr eng bemessen. Und in den meisten Fällen ist es sowieso halt auch schon so, dass sobald ihr den zweiten Flick-Galaxy-Überwacher irgendwie verbraucht habt, das Duell in den meisten Fällen in eine Richtung entschieden sein sollte. Das heißt, hier noch einen dritten zu spielen, kann in gewissen Situationen vielleicht schon mal helfen, aber in den meisten Fällen solltet ihr mit zwei Flick-Galaxy-Überwachern mehr als ausreichend bedient sein. Dann spiele ich einmal, falls ihr mal in den defensiven Modus wechseln wollt oder müsst, den Herold des Bogenlichtes, der hier aber auch noch einen weiteren sehr, sehr guten Nutzen haben kann. Denn sollte ich den Herold des Bogenlichtes auf den Friedhof bekommen, kann ich mir noch ein Ritualmonster oder eine Ritualzauber- oder Fallenkarte aus dem Deck suchen, was beispielsweise halt ein Sauravis auch sein kann, den ich hier mit drin habe. Aber in den meisten Fällen brauche ich den Sauravis dann auch vielleicht nur zum Schutz dann halt für andere Karten. Klar, primär will ich damit meinen Flick-Galaxy-Überwacher beschützen mit Sauravis, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich auch andere Karten von mir auch mit einem Sauravis beschützen möchte. Von dementsprechend kann ich hier den Herold des Bogenlichtes halt in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr gut nutzen. Dann spiele ich einmal den TG Hyperbibliothekar, der gerade in Synchro-Decks nochmal ziemlich interessant sein kann, insbesondere wenn ich die Kombos so aufbaue, dass ich halt mehrere Synchro-Beschwörungen noch parallel zu dem auf dem Feld vorhanden sein von dem Hyperbibliothekar durchführe, kann ich halt mir noch weitere Ressourcen erzeugen und auch hier potenziell einmal der Combo-Extender, wie beispielsweise dem Sirat-Raser, Notfall-Teleport oder auch vielleicht noch eine zusätzliche Synchro-Zone bzw. ein Synchro-Gebiet aus dem Deck ziehen, was natürlich dann hier meine Combo-Lines entsprechend ein wenig verstärkt. Als Stufe 6 Monster und auch ein wichtiges Combo-Element eigentlich in vielen der Combo-Ketten, die man so spielen kann, ist DeLorean, der Tigerkönig der Eisbarriere. Denn im Wesentlichen möchte ich seinen Effekt nur benutzen, um mir wieder ein auf dem Feld befindliches Genex-Monster wieder der Hand hinzuzufügen, damit ich den Effekt von meinem Flick-Genex-Überwacher weiter auslösen kann. Denn das größte Problem bei dem Genex-Thema ist, dafür zu sorgen, dass man neben den Synchro-Beschwörungen, die man halt so durchführen möchte, auch irgendwo wieder zwischendurch Bindeelemente benötigt, um sich wieder Karten auf die Hand, also im vorrangig natürlich Genex-Monster wieder auf die Hand zurückzugeben, damit wir den Effekt von unserem Flick-Genex-Überwacher möglichst lange ausreizen können. Und da kann ich mit der Lauren halt sehr, sehr gut arbeiten, um auch dafür zu gewährleisten, dass ich ein, zwei kleine Zwischenschritte einbaue, um entsprechend hier weitere Beschwörungen zu ermöglichen. Eine andere gute Karte, die das ebenfalls sehr gut kann, ist der antike Feendrache. Damit ihn darf ich einmal pro Spielzug ein Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Wichtig hierbei ist, die ganzen kleinen Genex-Monster nutzen ihre Sucheffekte nur auf Normalbeschwörung. Das heißt, hier sollte ich in dem besten Fall mit dem antiken Feendrachen einen Empfängermonster aus meiner Hand beschwören, damit ich halt hier entsprechend in weitere Synchro-Monster gehen kann, um halt hier meine Kombos weiter durchzuspielen bzw. Platz zu schaffen für eventuell weitere Normalbeschwörungen. Also von daher ist das so der zentrale Effekt, warum ich den antiken Feendrachen nutze. Außerdem ist er ein Drache-Monster und den Drachen, den brauche ich später für den abgeheuerlichen Despater als Material. Dann als Abschlusselement spielt man ganz gerne den Steinbefreier Entstiegener Drachit. Kann ich auch sehr, sehr gut unterstützen, insbesondere weil wir auch relativ gut hier ein Wassermonster auf den Friedhof bringen können mit dem Genex Undine bzw. Air Genex Undine. Habe ich halt hier die Möglichkeit, mit dem Drachiten einen Zauber- und Fallenannullierer auf das Spielfeld zu parken. Auch ein sehr, sehr hilfreiches Bindeelement in gewissen Situationen kann der Genex-verbündete Axel sein. Denn für den Preis einer Handkarte kann ich ein Genex-Monster von meinem Friedhof, bzw. ein Maschinenmonster der Stufe 4 oder niedriger von meinem Friedhof zurückholen. Und da die meisten der Genex-Monster, die ich halt so spiele, halt Maschinenmonster sind, kann ich mir halt hier wieder neues Material generieren.
Wenn ich jetzt den Effekt von Axel mit einem wiederbelebten Maschinenmonster mit einer D-Synchro kombiniere, kann ich halt ihn wieder zurück ins Extra-Deck mischen, das Material zurückholen und kann dann hier auf beispielsweise auch einen Schnell-Synchro-Sternstaubdrache wechseln, der hier vorrangig einen Level 2, also eigentlich nur ein Level 2-Empfänger-Monster zurückholen kann, zumindest für unser Deck, was halt relevant ist. Und das ist halt der Ergenex Turing. Das heißt, im besten Falle mache ich eine Synchro-Beschwörung mit dem Ergenex Turing plus den passenden anderen Monstern auf meinen Schnell-Synchro-Sternstaubdrache, kann man Ergenex Turing zurückholen und kann dann auf eine meiner sonstigen Synchro-10er-Beschwörungen halt umswitchen. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil ich halt hier auch meine ganzen Kombo-Ketten entsprechend weiter ausdehnen kann. Ansonsten als weitere Stufe 8 Option, um auch dem Gegner vielleicht ein paar Handkarten wegzunehmen, ist der Psi-Höhlenlord Omega. Das heißt, ich habe drei flexible, sehr, sehr gute Stufe 8 Monster hier zur Verfügung, mit denen, beziehungsweise sogar insgesamt mit ihm sogar vier Monster, mit denen ich den Gegner halt ziemlich auf den Keks gehen kann. Das heißt, hier kann ich sogar auch Genex Omega Effekt nutzen, ihn verbannen zusammen mit einer gegnerischen Handkarte, ihn dann auch mit dem Effekt von dem Dispater wieder zurück auf das Spielfeld holen, um den Gegner noch eine weitere Handkarte weg zu mopsen. Je nachdem, wenn man seine Kombo-Ketten halt durchbaut, ist das durchaus möglich und kann auch dafür sorgen, dass der Gegner gar nicht großartig ins Spiel findet, insbesondere wenn man das Ganze noch so geschickt aufgestrickt bekommt, dass man auch nochmal mit Trishula Drache der Eisbarriere dem Gegner weitere Handkarten wegnehmen kann. Denn auch hier ist da tatsächlich mit ein, zwei geschickten Kombo-Möglichkeiten auch die Möglichkeit gegeben, dass ich dem Gegner im besten Falle sogar bis zu, im Optimalfall fünf Handkarten wegnehme. Zusammen halt mit dem Omega-Effekt, durch seinen Effekt, ich ja zwei Karten schon mal wegnehmen kann. Und zusammen mit Trishula in Kombination mit D-Synchro in dem Fall kann ich halt weitere Handkarten rausziehen. Und das ist halt ziemlich cool. Und wo wir gerade schon bei D-Synchro sind, habe ich natürlich auch einen sehr, sehr guten Gegenpart auf Stufe 9, nämlich den gefräßigen Krokodrachen Arketes, mit dem ich eine Vielzahl von Karten nachziehen darf, abhängig davon, wie viele Nichtempfänger ich als Material verwendet habe, darf ich nämlich entsprechend viele Karten ziehen. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch, um meine Ressourcen ein bisschen aufzustocken. Abseits von natürlich den ganzen Synchromaterialmonstern, die ich mir halt mit meinen vier Basissuchern schon nehmen kann. Ansonsten kann auch gefressiger Krokodrache Arketus zu einem ziemlich großen offensiven Monster mutieren. Beziehungsweise zusätzlich halt noch für das Abwerfen einer Handkarte auch noch eine gegnerische Karte auf dem Spielfeld zerstören. Also von daher wirklich sehr, sehr coole variable Optionen, die man in diesem Deck spielen kann. Dann bei den Stufe 10 Monstern spiele ich noch einmal den Waffen von Genex Return Zero nebst Schwertseelen-Oberherrscher Sheng Ying und auch einmal den abgeheuerlichen Dispater. Dispater, wie gesagt, ist ein Nice-to-Have, würde ich sagen, denn er kann durchaus einige Kombo-Ketten sehr interessant gestalten. Aber man kann auch, wenn man es ein bisschen flexibel halt ein bisschen umbaut, das Extra-Deck auch auf anderem Wege auch wieder hier Ressourcen generieren beziehungsweise sich wieder Karte auf die Hand zurückgeben, damit man weitere interessante Kombo-Wege finden kann. Also da muss man ein bisschen auch vielleicht mal recherchieren, was für andere Synchro-Optionen es gibt. Denn wie gesagt, das Genex-Deck kann dann wirklich ein sehr, sehr großes Spektrum an Stufen halt abdecken mit seinen Synchro-Beschwörungen. Müsst halt nur berücksichtigen, dass das entsprechende Synchro-Monster, was ihr beschwören wollt, halt einen möglichst generischen oder maximal die Einschränkung auf ein Finsternis-Monster-Empfänger erwartet. Denn die meisten unserer Empfänger sind halt Finsternis-Genex-Monster. Das heißt, hier haben wir zumindest einen sehr, sehr großen Bereich an Synchro-Monstern, die ich tatsächlich mit dem Genex-Deck beschwören kann. Ja, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, zeige ich euch jetzt nochmal ein oder zwei kleine Kombo-Pfade, die man mit dem Deck spielen könnt. Da muss ich tatsächlich auch gestehen, dass ich mich da auch an dem Deckprofil von einem anderen YouTuber, nämlich dem guten Schnitzellord bzw. dem Team Honest bedient habe. Denn die Kombokette zeigt eigentlich schon relativ gut, was das Deck so herauszaubern kann. Aber trotzdem wollte ich heute nochmal ein bisschen auch indirekte Werbung vielleicht auch für die guten Kollegen da draußen machen, die sich so viel Mühe geben, auch euch hier entsprechende Kombo-Wege zu zeigen. Denn das Deck kann wirklich mit einer einzigen Karte wirklich extrem coole Felder bauen. Und ja, wenn man das Ganze noch entsprechend mit den Karten spickt, die ich euch schon gezeigt habe,
dann ist das halt wirklich ein ziemlich interessantes und sehr, sehr hilfreiches Deck, was einfach eine Menge Spaß macht. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt nur, die einzelnen Spielzüge dauern halt einen kleinen Moment, weil ihr wirklich eine ganze Menge Spielzüge bzw. Beschwörungen durchführt mit diesem ganzen Deck, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man halt mal so sieht, was aus dem Deck eigentlich halt rauszuholen ist letzten Endes. Und ja, dann gehe ich einfach mal so eine Startkombo einfach mal durch, eine relativ einfache oder vergleichsweise einfache in Anführungszeichen. Halt aber einfach im Hinterkopf, dass je mehr von den Synchro-Gebieten ihr auch entsprechend mit rausliegt, desto mehr Panik ihr auch den ja ins Gesicht des Gegners mehr oder weniger treiben könnt. Aber das Deck kann wirklich auch mit einer einzigen Genex-Karte, also da reicht wirklich einer von den vier Suchern tatsächlich schon aus, um entsprechend die Combo wirklich ins Spiel zu bringen. Das ist halt schon echt eine coole Geschichte, was das Deck eigentlich so macht mit nur einer einzigen Karte. Und von genau solchen Dingern kann im Prinzip ein Großteil der Decks letzten Endes auch nur träumen letzten Endes. Aber wie gesund das Ganze am Ende des Tages halt sein soll für das Spiel, stellt sich immer am Ende des Tages auch heraus. Trotzdem muss man aber auch sagen, das Genex-Deck eskaliert nicht so sehr wie andere Decks beispielsweise mit ihren sogenannten One-Card-Kombos. Aber wie gesagt, schwaffeln wir mal ein bisschen weniger, sondern zeige einfach mal die Kombos, die man so spielen kann. Den Anfang mache ich einfach mit einer, in dem Fall dem Genex-Energieplaner, den ich als erstes mal als Link 1 Material für unseren Flick Genex Überwacher nutze. Der wiederum kann jetzt durch seinen Effekt mir den Energieplaner wieder zurück auf die Hand geben und das Ganze triggert halt seinen zweiten Effekt, den wir jetzt ordentlich ausnutzen wollen in diesem Spielzug und dann auf die Beschwörung von dem Energieplaner dürfen wir uns erstmal ein Monster der Stufe 3 von unserem Deck der Hand hinzufügen und da suche ich mir schon einmal vorab den Genex verbündeten Vogelmenschen zurecht. Dann gerade wie gesagt, als Link 1 Material nutze ich dann meinen Energieplaner für den Flick Genex Überwacher, der mir dann den Energieplaner vom Friedhof zurückholt und dann durch seinen zweiten Effekt es mir erlaubt, den Energieplaner nochmal erneut zu beschwören. Und in dem Fall suche ich mir jetzt als nächstes einmal den R-Genex Magma auf die Hand, den ich jetzt entsprechend auch sofort wieder durch den Effekt von meinem Flick Genex Überwacher direkt auch als Normalbeschwörung beschwören darf. Und jetzt geht die Rotation auch schon wirklich los, denn als nächstes kann ich jetzt mir ein Monster der Stufe 2 in dem Fall von meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Und da darf ich ein Monster der Stufe 2 hinzufügen. Und da nehme ich in dem Fall den R-Genex Brecher, den ich jetzt auch direkt wieder als Normalbeschwörung beschwören kann und durch seinen Effekt darf ich mir jetzt ein Monster der Stufe 4 hinzufügen, was in dem Fall der R-Genex Turbo ist. Den darf ich jetzt durch den Flick-Genex Überwacher ebenfalls als Normalbeschwörung beschwören und mir dann ein Monster der Stufe 1 von meinem Deck der Hand hinzufügen und da nehme ich jetzt in diesem Fall den Genex Sekundärrohstoff. Denn der große Trick bei dem Genex Deck ist dafür zu sorgen, dass ich immer wieder das ein oder andere Empfängermonster auch auf dem Spielfeld zurückbekomme, weil sonst kommen die ganzen Kombo-Ketten irgendwo ins Stocken. Das heißt, hier sollte man sich immer im Vorfeld möglichst schon ein bisschen halt einplanen, wie bekomme ich halt den nächstbesten Empfänger wieder auf das Spielfeld, damit meine Spielzüge auch nicht aufhören. So, das heißt, ich hole mir jetzt einmal meinen Genex-Sekundärrohstoff, den ich jetzt durch den Flick-Genex-Überwacher auch als Normalbeschwörung beschwören darf. So, und dann kommen wir auch mal zu unserer ersten Synchro-Beschwörung. Und da gehe ich dann mit dem Sekundärrohstoff, mit dem Turbo, dem Magma und dem Brecher einmal in unser themeneigenes Synchro-10-Monster, nämlich unsere Waffen von Genex Return Zero. Der wird auch später noch eine wichtige Rolle spielen, dass wir ihn auf dem Spielfeld liegen haben, denn für unseren R-Genex und Diener brauchen wir einen Genex-Synchro-Monster auf dem Spielfeld. Das heißt, hier solltet ihr auch darauf achten, dass ihr mindestens ein oder zwei Genex-Synchro-Monster in eurem Extra-Deck habt, damit ihr eure Kombos auch vollumfänglich ausspielen könnt, insbesondere wenn ihr halt den R-Genex und Diener auch irgendwo benutzen wollt. So, dann geht der ganze Spaß weiter. Ich nutze jetzt den Effekt von meinem Genex-verbündeten Vogelmenschen, gebe mir den Energieplaner auf die Hand zurück und beschwöre meinen Vogelmenschen auf das Spielfeld. Und das Ganze triggert jetzt wieder den Effekt von meinem Überwacher und damit darf ich dann wieder meinen Energieplaner beschwören, um mir ein Monster der Stufe 3 von meinem Deck der Hand hinzuzufügen, was in dem Fall der Genex Undine sein wird, den ich jetzt wieder durch den Effekt von dem Flick wieder als Normalbeschwörung beschwören kann und dann seinen Effekt aktiviere, um mir den R-Genex Undine auf den Friedhof zu legen, um mir dann den Genex Überwacher der Hand hinzuzufügen. So,
Den darf ich jetzt auch noch als Normalbeschwörung beschwören und dann kann der Spaß auch schon weitergehen, indem ich jetzt mit meinem Vogelmenschen und meinem Undiner eine Synchro 6 Beschwörung durchführe und dabei nicht vergessen darf, da ich jetzt den Vogelmenschen durch seinen eigenen Effekt aus Spezialbeschwörung beschworen habe, wird er jetzt entsprechend auch verbannt. Und dann gehen wir als nächstes in den DeLorean. Und der DeLorean, den nutze ich jetzt tatsächlich wieder erneut für meinen Energieplaner, gebe ihn mir auf die Hand zurück, darf ihn durch Flick wieder direkt als Normalbeschwörung beschwören und mir ein weiteres Monster der Stufe 3 von meinem Deck der Hand hinzufügen. Hier nehme ich in dem Fall meinen Magma und den Magma darf ich auch direkt wieder normal beschwören für eine weitere Suchaktion, in dem Fall auf meinen Ergenix Turing. So, jetzt habe ich aber erstmal sichergestellt, dass ich einen weiteren Empfänger auf dem Spielfeld liegen habe, nämlich in Form von Überwacher. Und das ist jetzt nicht ganz unwichtig, denn ohne einen weiteren Empfänger auf dem Spielfeld, beziehungsweise ohne die Möglichkeit, irgendwann einen Empfänger auf das Spielfeld zu bekommen, kommt natürlich meine Combo ins Stocken. Dementsprechend kann ich jetzt aber erstmal weitermachen und gehe auf eine Synchro 7 mit meinen drei Monstern und beschwöre jetzt in diesem Fall meinen antiken Feendrachen. So. Dann kann ich jetzt den Effekt von meinem antiken Feendrachen benutzen, meinen Ergenix Turing einmal auf das Spielfeld beschwören und dann gehe ich mit DeLorean und dem Turing einmal in eine Synchro 8, um einmal meinen Schnell-Synchro-Sternstaubdrachen zu beschwören, der mir auch direkt mal meinen Ergenix Turing wieder zurück auf das Spielfeld zaubert. Und dann kann der Spaß auch schon mal mit einem nächsten Schritt weitergehen, nämlich mit den beiden kann ich nämlich jetzt, weil ich nämlich einen Drachenempfänger, nicht Empfänger, Monster als Material benötige für seine Beschwörung auf den abgeheuerlichen Dispater. So, jetzt kann ich den Effekt von Dispater benutzen, mir einmal meinen Vogelmenschen zurück auf das Spielfeld holen und kann dann eine Synchro 10 mit meinem Feendrachen und meinem Vogelmenschen durchführen und habe hier direkt einmal meinen Schwertseelenoberherrscher Shengying auf dem Board. So, jetzt könnte man meinen, hier ist schon Schicht im Schacht, aber nein, wir haben ja noch eine weitere wichtige Karte in unserem Friedhof liegen, nämlich unseren Ergenix Undine, den ich jetzt durch seinen eigenen Effekt mir auf die Hand zurückholen kann und nehme dafür als Sparringspartner in dem Fall meinen Turbo. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt ihn mitnimmt, weil wir gleich ja noch unseren Ergenix Undine noch zu einem Empfänger werden lassen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man definitiv nicht vergessen sollte, wenn man halt hier die richtigen Synchro-Beschwörungen durchführen möchte, dass man auch hier die passenden Stufen sich zusammensucht. Und ihr müsst jetzt halt aufpassen, alles, was ab jetzt auf den Friedhof gelegt werden würde, wird stattdessen verbannt. Aber jetzt, da wir uns was hinzugefügt haben, können wir wieder Flick benutzen und rufen als Normalbeschwörung unseren Ergenix Turbo, der uns wieder ein Monster der Stufe 1 von unserem Deck der Hand hinzufügen darf. Da nehmen wir schon mal präventiv für später einen weiteren Energieplaner auf das Hand und dürfen jetzt wieder durch Flick eine weitere Normalbeschwörung durchführen und nehmen dafür den Ergenix Undine. Und der kann jetzt seinen Feldeffekt benutzen, um ein entsprechendes Genex-Monster vom Friedhof zu verbannen, seine Eigenschaft zu übernehmen und auch die Eigenschaft, dass er ein Empfänger ist in dem Fall. Und dann nehme ich meinen Genex-Überwacher in dem Fall aus dem Spiel und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Synchro auf 8 zu machen mit den beiden. Und dann kommen wir auf ein weiteres defensives Schutzmonster, nämlich dem Steinbefreier entstiegener Drachit, dessen Effekt ich jetzt natürlich auch nutzen darf, da ich mit DeLorean und dem Ergenix, mit dem Genex Undine zwei Wassermonster im Friedhof liegen habe, um auch hier seinen Annullierungseffekt zu benutzen. Und all diese Spiele, die ich jetzt gerade schon so gezeigt habe, die kann man natürlich noch beliebig weit ausdehnen, wenn man dann einige Kombo-Schritte so ausdehnt bzw. so umstrickt, dass man auch auf andere Karten zurückgreift, wie den Axel, wie den Omega, auch den Krokodrachen, um sich halt noch weitere Karten nachzuziehen, zu suchen und dann einfach auch mit D-Synchro dann auszutauschen. Da ist halt wirklich extremst viel möglich. Also von daher, nutzt einfach mal ein bisschen Geduld und auch Zeit, um nochmal euch zu überlegen, welche Kombos sind denn tatsächlich mit diesem Deck auch tatsächlich möglich. Denn da ist halt wirklich extrem viel machbar. Von daher ist das halt ein Deck, mit dem man ein bisschen üben muss tatsächlich. Denn man kriegt alle Kombos nicht ohne weiteres mal eben so runtergespielt. Das habe ich auch relativ schnell selbst gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist mit dem Deck. Aber wenn man sich so ein bisschen reingefuchst hat in das ganze Deckthema, dann kann das wirklich ein sehr, sehr knackiger, interessanter Haufen sein, mit dem man den Gegner halt ordentlich was um die Ohren hauen kann, zumindest was halt viele Synchro-Monster angeht. Also von daher, viel Spaß ist auf jeden Fall garantiert, wenn man sich ein bisschen mit dem ganzen Deck auseinandersetzt. Ja, damit wäre ich dann auch schon durch mit dem Deckprofil zum Genex-Deck-Thema und würde jetzt mal ganz gerne von euch hören, was haltet ihr denn von dieser Version des Genex-Decks? Habt ihr vielleicht noch andere Ideen, andere Vorschläge, andere nette kleine Combo-Tricks,
die man mit dem Genex-Deck so durchführen kann. Schreibt einfach mal ein paar nette kleine Kommentare mit eurer Meinung, mit eurer Ideen und euren Fragen einfach nochmal unter das Video. Und falls euch das Deckprofil gefallen hat, lasst auch gerne nochmal ein Like und ein Abo da. Dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, über euren Support. Und dann sage ich jetzt Dankeschön fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut!